Wir erklären die Herstellung von Beton. Das ist Philipp. Bei einem Spaziergang kommt er an einer Großbaustelle vorbei. Das findet er sehr spannend und wirft einen genaueren Blick auf das Ganze. Plötzlich halten eine Betonpumpe, zwei Fahrmischer und ein Laborfahrzeug neben ihm. Philipp fragt sich, wo der ganze Beton denn eigentlich herkommt. Der nette Fahrer des Fahrmischers erklärt ihm, dass es sich um Transportbeton handelt. Dieser wird im Transportbetonwerk durch Vermischen von Zement, Sand, Kies und Wasser hergestellt. Das jeweilige Mischverhältnis führt zu den gewünschten Materialeigenschaften, wie zum Beispiel druckfest oder wasserdicht. Er erklärt weiter, dass zwischen Herstellung und Verarbeitung des Transportbetons nur maximal 90 Minuten liegen dürfen. Sonst härtet das Material aus. Und durch das geschlossene Transportsystem entsteht weder Staub, Lärm noch Verpackungsmüll. Die Fahrmischer bringen deshalb nur die gewünschte Menge Transportbeton zu einem festgelegten Zeitpunkt zur Baustelle. Mittels Betonpumpen oder Krankübeln gelangt dieser dann in die Schalung, welche die spätere Form bestimmt. Mit einem speziellen Rüttler wird anschließend der Transportbeton gleichmäßig entlüftet und so verdichtet. Um den frisch eingebauten Transportbeton vor Umwelteinflüssen zu schützen, kommt in den ersten Tagen zum Beispiel eine spezielle Folie darauf. Und wenn mal nicht die komplette Menge Transportbeton verbraucht wurde, lässt sich der Rest wiederverwenden. Dazu wird die ans Betonwerk angeschlossene Recyclinganlage genutzt. Und das Schöne am Transportbeton sind die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. So erfährt Philipp, dass er zum Beispiel für Wände und Böden, aber auch für Häuser, Brücken und Straßen verwendet wird. Philipp ist vom Herstellungsprozess begeistert und spielt schon mit dem Gedanken, selbst mal so einen Fahrmischer zu lenken. Echt, stark, grün. Heidelberger Beton.